So, hier ist wieder Admiral of Games mit einem krassen Spiel, was wir heute hier spielen. Und zwar Storm Frontline Nation, ein legendäres Strategiespiel. Also ja, wir haben das, das ist kein Witz, wir haben das wirklich für 1 € gekauft. Also, wenn ich die Geschichte erzählen darf, Ja, erzähl mal. wir wollten uns eigentlich einen Energy Drink holen. Wir gedacht haben, wir sind Hätte was müde, es gedacht. ist freitags, holen wir uns einen Energy Drink. Sind wir zu Saturn gegangen, einfach so aus Spaß, haben wir dieses Spiel gesehen für 1 €. Okay, 1 € kann man nichts falsch machen. Wir haben aber mit diesem Spiel mehr Spielstunden als mit Spielen, wo wir locker 20, 30 € dafür ausgegeben haben. Weil es macht einfach so scheiße Spaß, weil man was ein Vernichtungswaffen nutzen kann. Ja, es ist einfach mal so geil, es ist so ein Strategiespiel, ja. Es spielt so ein bisschen in der Zukunft. Man spielt jetzt so ein Land in Europa, macht so einen Also Krieg gegen nicht alle ganz in der Tourneen und so Zukunft. und dann noch ein paar Atombomben werfen und so. Also es ist kein wirklich gutes Spiel, ja. Das muss man jetzt mal sagen, ja. Aber es ist auch nicht schlecht. Es hat schon was. Hat schon was. Und wir spielen jetzt hier eine neue Kampagne. Du spielst Deutschland, ja. Ich Warten wir spiele erstmal ab, bei mir ist der Bildschirm schwarz. Ich höre Klasse. aber noch den Ton. Das ist, wer stand gerade, du hattest nicht geantwortet. Ja, warte, bei mir ist noch nicht fertig Shit. geladen. Bei dir war schon Jetzt, gerade fertig, okay. jetzt bei mir, obwohl ich hoste, deswegen. Es funktioniert alles. Die Aufnahme läuft noch. Ja, ich hoste und du lädst schneller als ich, deswegen. So, und Ja. ich spiele Österreich. Wir werden jetzt die Welt Ich spiele erobern. Deutschland. Halt's So. Maul. Und wir machen heute einen So. Selbstversuch. Ist geladen. Willst du den vielleicht mal kurz erläutern? Ja, wir haben uns jetzt für jeden 4 Energy Drinks geholt und wir haben hier 4 Stunden Zeit. Und die müssen weg. Ja, genau. Das wird nicht gut ausgehen. So, dann gucken, wie es hier abgeht. Was gibt's hier so? Süß, guck mal, die taktet sich nicht mehr hoch, die Grafikkarte. Ja. Also ihr seht, das Spiel ist jetzt nicht sehr Es anspruchsvoll macht aber gestaltet. einfach richtig Bock. Das da unten ist ja ein Philipp hier. Österreich-Ungarn, Voll. Österreich. Ich werde jetzt hier die Das will nicht. Slowakei angreifen, beziehungsweise Hier die oben Schweiz an. sehen wir, wie viel Geld ich habe, wie viel Einnahmen, wie viel Unterhalt ich ausgeben muss. Das ist die Energie. Und aus Erfahrung weiß ich, ich werde jetzt mal meinen Techniker verlegen, um ein Kraftwerk zu bauen, damit ich dann auch meine Atomraketen abfeuern kann. Die marschieren die Slowakei Willst du ein. mir erstmal vielleicht ein Angebot unterbreiten, alles? Okay. Erstmal Krieg Ne, erstmal erklären. mir ein Angebot, dann können wir nämlich nächste Ja, Runde. Junge, ich will Krieg erklären. Okay, ich mach schon. Mit allem drum und dran. Verteidigung, boah. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ich bin ja einer der Guten, ne? Ich trete immer den ganzen Atom-Dingsbumsen bei. Ich nicht. Kein Angriffspakt, du sagst mir ein. Genau. Oh, habe ich alles schon gemacht. So, kriegst du hier. Oh Scheiße, nein, nicht dir den Krieg erklären. Das passiert schon mal in der Politik so aus Versehen, dass man jemanden den Krieg erklärt. Ich frage mich, ist das heute eigentlich so, dass man noch einen Brief schreibt, ich erkläre Ihnen hiermit den Krieg? Das ist doch eher Ja. so. Also die USA machen es nicht. Die schreiben einen Brief, ich interveniere jetzt bei ihnen. Noch irgendwelche taktischen. Ich verlege meine Truppen mal trotzdem zur Grenze. Ich habe nämlich Ja, keine zu Lust, welcher Grenze denn? dass mir hier die Belgier einmarschieren. Die Belgier? Die sind doch nicht, die Maschinen irgendwo ein. Ja. Ja, was denn? Österreich. Österreich hat russische Hubschrauber. Ich habe Ami-Hubschrauber. Was ist denn Oder das sind es hier? Das ist ein Tiger? Tiger. Ja. Findest du es auch so geil, dass wir einfach mal für jeden Panzer-Hubschrauber einfach mal Tiere als Namen haben? Das ist einfach total dumm. Wieso? Ist doch übergeil. Ja. Wir haben einen Tiger als Hubschrauber, Stimmt. obwohl Deutschland heißt der UU. Ja, hast du gehört? Die Deutschen haben jetzt, weil es diese große Katastrophe mit dem Rüstung gab bei der Navy und. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mit dem neuen Hubschrauber, ne? Ja, ne? Erstmal, Ja. sie kaufen 109 neue Radpanzer Ja, und warum? neue Ja, Hubschrauber. warum nicht? Warum die alten reparieren? Wir haben noch die Kohle. Kaufen wir neue. Aber was sind sie doch vielleicht? Es ist irgendwie ganz neue. Warte, ich kann jetzt nachgucken. Guck mal. Gib du mal weiter. Ja, also, wenn wir schon mal dabei sind, kann man ja sagen, warum jetzt in letzter Zeit so wenig Videos kamen. Also, gar keine. Wir hatten einfach überhaupt keine Zeit. Okay. Ja, so mit Klausuren und sowas, ne? Das ist ja. Was ist das? Das ist ja noch ein Hubschrauber. Airbus Ach, NH90 das ist der Kaiman, heißt der, glaube Sea ich. Lion. Sea Lion? Ja. Der ist aus jeden Fall aus der Niederlande. Er ist Airbus. Ja, So. aber den kenne ich. Wollen wir die Runde?
Ja, also von mir aus, ich hab hier schon wieder. Deutschland wird hier unten, also hier nicht, hier so bis, Du kannst Tschechien haben, ja? Bis hier so? Tschechien, Polen und die Ukraine krieg ich hier, du kriegst alles da drüber, ja? Alles, ich krieg hier... Ist die KI auf leicht eingestellt? Ja. Ich krieg's nochmal in Ukraine, du kriegst alles da drüber, ja? Bei diesem Spiel, wenn ihr die KI nur auf Mittel habt, ihr habt keine Chance. Dann haben die nämlich nach zwei Runden Massenvernichtungswaffen. Und ihr dürft den Gegnern nie Geld geben für einen Friedensvertrag, weil dann kommen die mit den dicksten Armeen. Ja, das Österreich, wir haben letztens gegen Österreich gespielt, hatte Frankreich, du hattest auch Deutschland. Die hatten eine 8 und... Okay, 88 ist zwar eher was Deutsches, also was Nazihaftes, aber die Österreicher hatten... Was? Die Franzaken haben es abgelehnt, dass ich den Nuklear-Nichtverbreitungsvertrag unterschreibe. Hä, sind die bekloppt? Wir verbreiten zwar sowieso, aber ist ja auch egal. Oh, ja. Wie heißt denn unser Bündnis? Ja. Steiermark. Ja, haben wir? Ja. Salzburg-Wegerecht. Sehr schön. Wir sind die richtigen Pros, wa? Steiermark. Ich greife jetzt hier mal an, so. Und geht doch nach Krieg ab. Ihr seht schon, eigentlich hätte ich an Philipp eher aufnehmen müssen, weil... Weil ich gehe immer in den Krieg machen. Ja, ich bin eher der taktische Kernwaffen. Du bist ja Langweiler, sagen wir es so. Sagen wir es so. Der ordentlich Krieg macht und was Action hier. Ich guck mal an, was du bist so der Langweiler. Ja, hast du schon Bratislava eingenommen? Ja, nee, da in der Stadt noch nicht. Meine Truppen können sich nicht mehr bewegen, aber hier sind keine Gegner. Das wird einfach nicht. Ich brauche ein E-Schneid hier. Ja, das passt auch, weil hier ist ja gar nicht. Das hat letztes Mal nicht geschneit und es ist, glaube ich, auch so ein Spiel wie Emergency. Wenn du Emergency an Halloween spielst, laufen da Zombies rum. Ey, ist ein Zombie-Alarm. Es gibt Emergency-Film, habe ich heute mal angesehen. Ja? Richtig geil, das ist ja wirklich richtig geil. Ich dachte 2013, so. 2014 das Neueste. Nee, es gibt 5 jetzt. Ganz neu, hat nichts mit den alten mehr zu tun und so. Es muss übergeil sein, das ist, glaube ich, Mal. Also wenn ihr wollt, dass wir das Let's Playen? Ja. Machen wir es einfach. Genau. Ohne euch zu fragen. Wenn ihr mehr Battlefield haben wollt, machen wir es auch. Okay. Nein, wir machen. Ja, wir wollten euch sowieso nochmal fragen, weil die Kampagnen sind jetzt beide nicht so gut angekommen. Also von Battlefield schon mehr als von Shogun, aber trotzdem. Und ja, ich kann mich auch schwer dazu motivieren, das weiterzumachen. Aber wir wollten halt wissen, ob ihr das jetzt unbedingt weiter haben wollt. Wenn ja, dann okay, aber wenn nicht, dann machen wir es immer wieder so wie davor, halt so Videos manchmal so zusammen hochladen. Und ich weiß, es gibt jemanden, der hat sich auf jeden Fall die Battlefield-Videos angeguckt und wenn diese Person noch mehr haben will, dann soll er einfach Bescheid sagen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wer sich die Shogun-Videos mal anguckt, weil so viele waren es jetzt eben. Aber Napoleon, das erste, hast du gesehen, ist ja. Ja, das ging richtig ab, aber die anderen nicht so. Du greifst mich ja nicht an, dann kann ich meine Truppen von da abziehen. Ich greife dich wirklich niemals an. Aber fällt mir ein, ich habe hier einen Ingenieur, ich kann ja hier mal so einen Flughafen bauen, falls ich immer. Kann man eigentlich irgendwie einen Flughafen? Ja. Hast du keinen? Nee. Ich habe einen. Ich habe Langstreckenbomber. So, ich wollte nur einen Flughafen. Ich lasse mal meine Jets patrouillieren. Und nehmt's mir nicht übel, aber ich weiß noch nicht ganz, wie man das steuert, weil irgendwie spackt es ab und zu rum. Dann muss man mal rechtsklicken machen, mal linksklick. Ja, man merkt, das Spiel ist nicht fertig. War's. Also es ist aber nicht gut. Also. Ja, du verlierst übrigens Kohle, ich werde mal ein bisschen expandieren. Ja, mach ich doch gerade die nächste Runde, dann ist es ja. Aber wie viel ich hab. Ich kann jetzt. Doch, ich kann kurz nachgucken. Also es werden jetzt auch nicht so mächtig viele Spielstunden. Ja, schon. Ja, wir haben ganz viel offline gespielt. Ich kann kurz auf den Mac gucken. Storm. 22 Stunden und. Ja, ich spiele es halt gerade auf meinem Computer. Das ist schon ordentlich für ein Spiel. Im Vergleich. Ich habe allein die Mafia 2 Demo schon 17 Stunden gespielt. Far Cry 2 habe ich 84 Minuten. Okay, Metro habe ich 12 Stunden, also das spielt man halt einmal durch und dann ist es ja. So. Also Last Light und 2033 jeweils fast gleich viel. KSP genauso lange wie. Ja, nochmal weiter gehen. Ja. Stimmt. Okay, also ich bin fertig. Jo, ich habe die Runde schon beendet. Gut. Wir lieben dieses Spiel einfach. Es macht einfach so richtig Bock. Also wenn man es mal so ein bisschen spielt, ist man einfach richtig unmöglich. Ich will die neuen holen. Nein, Entschuldigung, ist leer, Mann. Ja, dann muss gleich mal einer aufstehen und die aus dem Gefrierschrank holen, bevor sie explodieren. Die explodieren noch nicht. Hab ich mal einen Energy Drink gesehen, der im Kühlschrank explodiert ist. Also 8 sind ein bisschen viel besser. Du hast, bist ein Genie. Nee, die AN ist ja scheiße. Die AN ist quasi die Storm-Version von den Vereinten Nationen. Ja, genau. Die haben aber keine Stärke, die sind einfach total schwach. Die haben ja
Und einer hat jetzt mir gegen mich geschickt. Also. Ich, wenn ich jetzt, rein theoretisch, wenn ich jetzt Truppen in AN-Dienst stelle. Das ist das dumme. Ich kenne die zwei Truppen sind hier gekommen, jetzt von denen ich mal eine sogar nur. Ich habe jetzt nur gesehen. Vor allem sind das russische Truppen. Die haben hinten noch Panzer, ne? Ja, das sind Russen. Das ist geil. Ja, das sind Slowaken. Das ist. Wie groß ist denn Slowakei? Ich dachte, du willst Österreich-Ungarn machen. Im Gegenteil, du machst Österreich-Slowakei hier. Du musst noch Tschechien, hast du Tschechien-Österreich-Slowakei. Ja, Bratislava. Bratislava. Ich spiele das Spiel eigentlich immer so, dass ich mir die erste Atombombe leisten kann, dann mach ich Krieg. Ich spiele es immer so, dass ich mir auch irgendwas leisten kann, dann mach ich. Warum kann ich diese Schussgruppen nicht bewegen? Soll ich da einmarschieren? Nein, du hast nicht. Dann nicht. Ich hab's eh gleich erobert. Mist, ich wollte eigentlich den hier. Was kann ich denn machen? Jetzt brauche ich nämlich noch eine Raketenabschussbasis. Ein Raketensilo. Dann kann ich nämlich bald Atomwaffen bauen. Also bauen können sie ja jetzt, aber ich habe halt nichts, worum ich sie abfangen kann. Deutschland hat auch eine Marine. Ich weiß, das ist eigentlich selten, aber ja. Was ist denn das? Ich kann meine Truppen einfach nicht bewegen. Zeig mal. Ich hab alle ausgewählt. Ja, ich weiß, wähl mal nur ein paar aus. Das ist so ein komischer Bug. Dann kannst du irgendwie. Ja, das ist total buggy gemacht. Geil. Mach ich ihm alle einzeln. Das Spiel hat 1 Euro gekostet, also. Keep calm and enjoy it. Aber es ist einfach geil. Ich finde, du hättest aufnehmen sollen. Bei mir sieht man halt nichts. Ich kann deine Truppenbewegung angucken. Ja, mach mal. Ich bin mit dir verbündet hier oben. Ach. Elliot. Diese ganze Scheißarmee. Ja, die letzte Einheit, die ich rüberbewegen will, ist die, die nicht geht. Das ist dumme Haubitzen, die gehen eh fast nie. Das ist die Artillerie. Ich mal diesen Mongol. Schuldig diesen Ausdruck. Den nehme ich zurück. Oh. Das war schlecht. Ich wurde. Soll ich helfen? Nein. Dann nicht. Ja, die haben hinten. Ich hätte Truppen in der Nähe. Ich muss Truppen nachziehen. Hier sieht man den Forschungsbildschirm, also ich könnte sogar Kofferbomben bauen. Ja, hier sieht man schön, wie es passiert. Eine hochentwickelte atomare Waffe eingebaut in einem Koffer. Sie verursacht starke Schäden und verbreitet Panik, ohne jedoch Hinweise auf die Täter zu haben. Ausgezeichnet. Perfekt für uns. Ja, ich brauche unbedingt mal neue Panzer, hier fällt mir gerade auf. So, schön. Das ist ein Produktionsbildschirm. So. Massenvernichtungswaffen. Ich kann mir 3 Panzer leisten. Scheiße. 570 Euro und ich könnte eine Cruise Missile mit Atomsprengköpfen bestücken. 170 Euro? 570. 570 Euro, ne? Was ist denn sonst? Naja, da könnte ich mir auch eine Atombombe leisten. Ich glaube, ich rede wieder zu leise. Ich muss mal darauf achten, dass ich laut rede. Wollen wir diese Runde ein bisschen länger machen als 15 Minuten? Einfach jetzt mal ein bisschen, keine Ahnung. Ja, wir haben ja Zeit. Ja. Ich bin ja schon 13 Minuten. Defending? Das schaffst du nicht. Ja, das schaff ich nicht. Warte! Ja. Ich hab gewonnen, ich hab... Ja, das sind AN-Truppen gewesen wahrscheinlich. Ja, das sind voll die. Nee. Hey, hab ich das denn gerade gewonnen? Ich war total. Wenn ich hätte dir dann noch Verteidigungstruppen schicken können. Egal, ich hab ja gewonnen, ist ja egal jetzt. Mein Flughafen ist gerade fertig geworden, der Steiermark. Ich würde gern Krieg machen, aber ich will erst Massenvernichtungswaffen haben. Ist jetzt egal, ich hab jetzt sowieso die Slowakei gerade. Slowakische Einheiten werden deportiert. AN-Einheiten werden deportiert und gewonnen. Es gibt keine Slowakei mehr. Jetzt, wo der Winter reinbricht und die Klausurzeit vor Ende, zu Ende ist, Jan-Philipp, machen wir da mehr? Das ist die Frage. Nein, ja, machen wir. Es kommt jetzt wieder ein bisschen mehr, wie viel... okay, nochmal. Es kommen jetzt wieder ein bisschen mehr Videos. Ich weiß noch nicht genau was, aber... Ja, dann... Ja, wir müssen uns mal überlegen, was wir noch Let's Playen können. Counter-Strike machen. Wenn ihr Counter-Strike wollt, dann spielen wir Counter-Strike. Können wir die Runde bannen? Feinde mehr jetzt gerade. Ich verliere gleich Kohle, weil ich nichts annehme. Ich muss mal da hinten. Ja, mir geht's noch. Obwohl ich eigentlich so klein bin. Eigentlich verliere ich mal mit kleinen Ländern immer Kohle. Tschechien annehmen. Ja, Tschechien kriegst du noch. Irgendjemand. Ich weiß noch, wir hätten das. Erstmal Raketensilo gebaut. Wir hätten das letzte Woche aufnehmen müssen, wo wir wirklich so ganz knapp gegen Österreich gewonnen haben. Ja. Das war geil. Ja, wirklich, Jan-Philipp hat an 2 Fronten gekämpft, er hat mich zum Schluss noch unterstützt. Ich habe Atombomben und
und chemische Waffen auf Dings geschickt, aber... Ja, also wir haben wirklich am Ende ganz Europa, also fast Osteuropa hatten wir eigentlich ganz. Hä? Wir hatten eigentlich alles bis Mitteleuropa, so bis, ich hatte ja Frankreich und so, also das war schon... Die Slowakei gibt's ja gar nicht mehr. Warum haben wir jetzt... Das ist voll sinnlos, das kann man mir auch gerade. Ist ja auch egal, die gibt's nicht mehr. Vielleicht wurden die ja hier Truppen hingeschickt haben, aber... Das haben die in so einer Grenze. Die sind verarscht wahrscheinlich. Okay, dann zieh ich mal Truppen zusammen. Ja, und ich attackiere gleich Ungarn. Ich guck gerade mal. Ja. Niemand ist sicher von meinen Aggressionen. Na, ich? Tschechische Republik. Die haben die kein Verteidigungsbündnis, kein Nix. Ja, die mach ich platt. Aber erst Truppen verlegen, dann Krieg, Kinder. Artillery. Hat er es gelernt? Meine 12er Armee. Alle Panzer müssen bald mal fertig sein. Ich kaufe mir erstmal ein paar Bomben. Zu das. Boah, 4 Bomber. Was habe ich denn da drin? Spezialeinheiten, Spion. Ich würde gerne die haben. Anti-Air! Anti-Air! Er sagt Anti-Air! Ja, so ich will den Ton ja nicht. Oh, ich kann hier einfach mal so einen fetten Dreifrontenkrieg aufmachen. Guck mal, da mit 7 Einheiten einmarschieren, hier mit 6 und da mit 12. Ja, warum nicht? Mach ich nächste Runde. Ja, hast du, ist schon mal aufgefallen, dass es die Krim nicht gibt? Wirklich nicht? Nein, die ist außerhalb der Karte. Ich muss kurz gucken. In der Tat, die muss irgendwo hier liegen. Ja, eben. Und Russland ist hier sowieso nur so ein Teil. Hier ist Odessa. Provinzen hier am Rand. Russland ist, wird hier meistens. Ihre Hauptstadt ist. Naja, also. Smolensk oder. Novograd hier oben, guck mal. Ach nee, St. Petersburg. Ja, St. Petersburg. So klein sind die gar nicht. Naja. Hallo! Es geht eigentlich, aber im Gegensatz zum echten. Ja, warte, ich muss euch mal Amerika zeigen. Amerika ist das hier. Masamatru. Die haben nichts. Vor allem haben die keine Einheiten da drin. Vor allem haben die keine Kohle. Und die werden sowieso mal so schnell vernichtet. Ja, okay, aber wie geil wäre das denn? Storm auf der ganzen Welt und nicht nur in Europa. Ja, ich habe heute mal nach Mods gesucht, aber es gibt leider keinen für die ganze Welt. Es steht überall in den Foren drin, dass man sowas bräuchte, aber es gibt einfach keinen. Ja, ich glaube, das ist zu schwer. Ja, wieso schwer ist es bestimmt nicht bei so einem Spiel. Weil das Spiel so schon laggy und abstürzt und was weiß ich. Es ist einmal abgestürzt, wir haben bestimmt 3 Stunden gespielt letztes Mal oder so. Okay, runter. Runde beenden? Ja. Okay. Wir warten beide auf den anderen Spieler. Ah ne, du speicherst das Auto. Ja. Oh, zum Glück, das Autospeichern hat uns letzte Runde richtig den Arsch gerettet. Ja, total. Und die haben auch Truppenbewegung da. Hab ich eigentlich. Was für Panzer. Natürlich ja nicht so. Ich hab jetzt deutsche Panzer, aber russische. Hä, Slowakische Republik wurde von Italien. Ach so, Slowakei und Slowakische Republik. Hier ist ja die Slowakische Republik. Oh. Das ist ja was ganz anderes gewesen. Oh, natürlich. Ja. Algerien. Ja, die sind hier voll die Geografie. Eigentlich schon, ich hab nur 1. Knall dir gleich ein, ne? Oh, wir haben die Truppen hier, wow, 4 Truppen, Alter. Scheiße, Mann. Ich muss den ja erst Krieg erklären, das ist alles so aufwendig immer. Ich muss erst Krieg erklären, wow! Wow! Was denn? Guck mal an hier, was für eine Armee. Was für eine Armee, bitte? Haben die eine AN-Armee? Ja, klar. Stimmt, die hat da, es sind ja da einmarschiert, die AN. Ich wette, da hat Russland Truppen abgesendet. Diese Russen immer. Ja, immer diese Russen, ey. So, dann erkläre ich jetzt mal Tschechien den Krieg. Ja, ich bin nur in Russland nicht so. Psst. Mann, wo kann ich denn hier einfallen? Die Ungarn hat zu viele Truppen. Fall mal da hinten ein. Rumänien. Ja. Das ist nicht. Ukraine. Da droht du Genie. Ja, da muss ich erstmal durch die Ukraine durch. Oh. Egal, die Ukraine ist auf dem Weg, dann mach ich die Ukraine. Ich finde, wir sollten die Ukraine unterstützen. Das war klar. Dann denke ich irgendwo fette. Wow, was haben die denn für eine Armee? Oh, Kohle. Die haben vorhin einen hohen AN-Start. Die haben Odessa-Verteidigungsbündnis. Mit Marokko und Weißrussland. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ja, das ist was denn? Was soll denn Marokko? Steiermark-Verteidigungsbündnis, Salzburg-Wegerecht. Du weißt, dass in dem Verteidigungsbündnis ein Wegerecht schon drin ist. Und du hast mir beides gegeben.
Ja. Was? Oh, habe ich Angst vor den Tschechen, die haben einfach mal nix. Wenn wir die Runde beenden, kann ich in Tschechien einfallen. Immer diskriminieren. Runde beenden! Ja, dann chill doch mal. Oh Mann. Das zu rendern, du. Das dauert keine 2 Sekunden, diese schlechte Qualität. Vor allem ist dieses Overlay da oben in der Ecke dabei. Warum hast du es so rangemacht? Weil es brauche. Und die haben auch noch die Truppen von der Grenze abgezogen. Damit du dir einen drauf runterwichsen kannst, wie geil dein Computer ist oder was. Das ist ja gleich einer. Ja, ich hab Krieg. Ich auch. Ja, ich hab Krieg. Wow, 2 Truppen. Ich marschiere jetzt erstmal mit einer Artillerie nur ein. Ich hab ein neues Kraftwerk. Da ist auch keine Truppe drin, da schicke ich einfach mal nur so einen Fußsoldaten rein. Überwältige jetzt. Alter Mann, immer wenn du irgendwelche Schlachten machst, bricht bei mir erstmal alle Befehle ab. Das ist schon nervig. Ukraine muss jetzt immer so erobern. Scheiße. Mann, schon wieder. Ich marschiere da auch gerade richtig ein. Oh, wir haben in Prag Truppen. Haben wir nicht ihre Armeen hingezogen? Scheiße, die haben mich so besiegt gerade. So ein Mist. Dann bin ich in deine Bomber hier mal fertig. Ah, gute Idee, danke. Was? Ich bomb die mal aus. Ich hab keine. Haben wir unsere Armee? Oh, ja. Was ist. Hä? Verarschen? Achso. Hä? Jetzt. Oder? Hä? Ich drehe noch durch mit diesem Spiel. Ich kaufe mir jetzt mal richtig viele Truppen. So. Weißt du, das letzte Mal, wo ich mir einfach mal so 70 Truppen auf einmal geholt habe? Du hast ja auch ordentlich Kohle. Ja, ich hatte ja auch ganz in Osteuropa, also. Obwohl da gibt es ja eigentlich nicht so viel zu. So sieht Deutschland jetzt zu diesem Zeitpunkt aus, okay. Guck dir mal mein Land an, es ist hier voll lang. Guck mal, eigentlich gehört das beides uns. Also das ist ja, wir sind ja quasi ein Bündnis. Das ist guck dir mal an, wie lang gezogen mein Land ist. Ich bin ja schon in der Ukraine eingefallen. Uns gehört quasi ganz Mitteleuropa. Naja, noch nicht, aber so sieht. Fast. Ja, oben das dauert eine Runde oder so. Was haben wir für eine Armee? 2 Armee, da ich habe Angst. Ja, okay, komm, Runde dann. Ja. Ich hoffe, die machen keinen Gegenschlag jetzt. Die Ukraine macht jetzt einen Gegenschlag, weil die eine fettere Armee hat als ich. Aber ich produziere Truppen. Oh. Hä? Wie sind die da hingekommen? Naja, weiß ich nicht. Scheiße. Also durch mein Land dürfen die nicht. Bomber, Gunships und Spezial. Ach, die sind abgesprungen, natürlich. Ja, die Fähigkeit. Ich habe München gegen sie verloren. Scheiße. Oh oh. Defeat! Boah, die haben richtig. Fick dir gerade die Ukraine, die haben 2 Zähne an, die wollen mich doch verarschen. Hä? Oh, wenn ihr diese ganzen Truppen hättest, ist das. Na gut, die haben diese 2er-Truppe da vielleicht gemacht. Bulgarien und Griechenland vernichtet. Oh, ich hab ganz viele Truppen. Ich glaube mit der. Zum Glück habe ich hier unten noch so eine verteiltere Armee. Okay. Ja. Oh, ist ein Münchenplatz. Ich muss ein bisschen was da oben verteidigt. Ich komme einfach mit 2 Zähne an, oder? 3, 2. Ich kaufe mir einfach mal noch mehr Truppen. Oh, hier ist quasi so wolkig. Alles in München und Prag und so. Ich weiß. Ich habe das nicht von weiter mal angeguckt, denn ganz Mitteleuropa brennt irgendwas. Die Ukraine auch. Ich habe jetzt hier eine ganz schön breite Front aufgebaut. Wow, was haben die denn da? Die haben eine Anti-in Prag. Oh, scheiße. Da krieg ich jetzt aber Angst, Mann. Scheiße, Mann. Lass mal nicht übertreiben. Ja, war. Meine Bomber werden nicht fertig, die Gebäude werden nicht repariert. Ey, die werden doch automatisch repariert, ne? Warum werden die denn nicht repariert hier? Was denn? Gebäude, das brennt schon wieder im Haus. Ich glaube, nächste Runde ist es weg. Ja. Ich muss mich ja voll verschanzen mit meinen Einheiten, weil die mich nicht angreifen können. Also ich werde die Runde schon mal. Ich habe noch schnell ein bisschen was gemacht. Die haben keine Chance. Alle von diesen Armeen sind größer als die Armee. Ich glaube, die fallen jetzt da oben irgendwo an, ja, sag ich doch. Ja, so schlecht sind sie jetzt nicht, da
sagen, dass die KI noch leicht ist. Bum, bum, weg. Ja, aber trotzdem. Ja, Ukraine greift natürlich wieder an hier mit ihrer fetten 20er-Armee. War natürlich gleich mal besiegt. Vor allem, ich konnte die Schlacht gerade manuell machen, obwohl ich eigentlich auch nur automatische Schlachten gestellt habe. Das ist kein Spaß, ja. Was? Wieso? Ja, weil die dich nicht mögen. Na toll, ich hab da drüben noch keine Armee. Gebäude. Ja, nee, ist klar. Die haben ihre ganze Armee an diese Grenze verlegt. Wo ist denn Österreich? Ich bin eine Einzelfe da unten. Wir müssen es geben. Wenn du in den Krieg mit Belgien eintrittst. Beziehung. Zielland. Was ist denn? Warum hat Belgien eine. Hä? Und Bosnien hat auch irgendwie eine ziemlich komische Flagge gerade gehabt. Ja, kann ich echt nicht, gehe schon fast die Hälfte meines. Das reicht locker. Nächste Runde. Ich brauch's nur für die ganzen Infanteristen, weil sonst bin ich hier am Arsch. Belgien hat irgendjemand ein Bündnis? Na, nein. Nicht nur. Ja, ist ja klar. So, dann geht's hier oben erstmal ab. Was haben wir? Panzer, das. Da ist damit ich einen Panzer von dem Platz machen kann. Ja. Jetzt haben wir nämlich gleich nichts mehr. Das fragt er mal. Ach ja. Hätte auch einen. Ja, ist auch egal. Jetzt kannst du nicht mehr bewegen, falls ja noch weiter bewegen. Ja, und was bringt mir das jetzt in die. Dass die anderen Provinzen noch einnehmen können. Was? Gegen die Defeated? Warum haben die hier nur eine? Die haben da ein Luftfeld, das ist nicht gesehen. Er brennt alles. Na gut. Ich wette, Belgien marschiert hier so ein. Weil dieser kleine Zipfel da an Belgien grenzt. Haben wir irgendwo Seestreitkräfte? Seestreitkräfte ist. Für Korvetten. Ich nehme ein paar Korvetten jetzt zur Verteidigung hin. Eine Flotte? Ja, soll ich ein bisschen eine Flotte haben? Ich bin ja nicht mal mehr. Ich könnte mit denen angreifen, aber wenn ich das verliere, habe ich keine Armee mehr an der Seite. Ich warte lieber. Das ist jetzt mal pure Taktik von mir. Ich warte die Runde ab, bis die einmarschieren und ich sie platt machen kann. Die haben keine Truppen mehr, das ist alles leer bei denen. Das ist deren 12er Armee ist. Oh ne, das ist eine. Doch, eine 12er Armee. Ne, eine 9er Armee. Sag ich doch, die marschieren da ein. Die Ukraine haben so eine 19er Armee, die Teile waren mir halt auf den Maschinen überall ein. Sind die Polen bei mir einmarschiert? Oh ey, die greifen jetzt schon wieder an. Ja, die sind dumm, wenn sie ihre. Guck mal, wie viel die eingenommen haben hier. Das sind dumm, wenn sie ihre Armeen aufteilen. Die marschieren runter bis nach Österreich, ich sag's dir. Die Schweiz hat erstmal abgelehnt. Was nicht, hab dir doch Geld gegeben. Deutschland. Du willst, dass ich Krieg in Belgien mache? Ja. Warum nicht? Ich hab erstmal ordentlich Einheiten bekommen. Ja, ordentlich Kohle von mir. Bradislavo. Ich wusste nie, dass Dislozieren ein richtiges Wort ist, aber das ist wirklich so. Ja, ist das habe ich letztens in der Heute-Show oder so gehört. Ja. Dass Dislozieren echt ein Wort ist. Das hab ich mir nie erträumt. Boah, scheiße, ich werde die ganze blöden Ukraine an. Was? LOL? Hab ich irgendwo eine Anti-Air? Ja, hier. Okay, dann.
Scheiße, obwohl es mir gar nicht Geld gegeben hat, kann jetzt ordentlich trocken hier, weil es ist die nächste Runde. Schön, gerne. Boah, ein Heli. Kann ich die Anti auch nochmal bewegen? Nein. Das ist auch. Ich nehme die Anti-Air. Das ist noch ein Apache da. Das Gute ist, wenn ich die Ukrainer jetzt aufhalte, haben sie keine andere Armee mehr. Kann ich durchrennen hier bis nach Kiel. Das ist eine große Stadt. Zytomir heißt die Anstatt in der Ukraine. Was ist das denn? Das ist ein Zytomir. Ich renn schon mal die Runde, ich hab den Infanterie. Ich hätte die Luft-Einheiten verlegen sollen, weil jetzt können sie einfach in nächster Runde meine Anti-, mein R4. Ja, guck mal, was sie für eine Armee haben. Boah. Kannst du checken? Nicht mehr lange. Ein bisschen mehr. Kannst du jetzt einen etwa? Ja. Also, vier Einheiten sind drei Provinzen, ich kann's. Ich hab keine Bewegung finden. Das waren fette Armeen, die wir hatten. Ich frag das mal. Ich kann mal irgendwo Truppen haben. Berlin hat noch. Navy Seals. Boah, die Aufnahme geht jetzt schon 30 Minuten. Egal, machen einfach weiter, wir haben keine Zeit. Oh ja, ja. Nächste Runde, die sind eigentlich, die können eigentlich, ach so, da sind nochmal mehr. Ja, gesehen, scheiße. Ja, trotzdem, die können, wenn sie von da Verstärkung holen, sind sie abgetrennt. Nächste Runde fahre ich denen mit allen Einheiten in den Rücken. Ich wette, die gehen jetzt hier hin. Aber bis zu einem Raketensilo kommen sie nicht. Ich sag mal, ich krieg genug Kohle, ich krieg grad jemanden. Ja, komm, Ben ist mal. Warte ganz kurz. Ich werde die genau irgendwo da unten lang, aber scheiß drauf. Problem mit der Ukraine. Die fehlt, sag ich doch, Franconia. Ja, wo. Was? Ja, was hat das denn? Ja, die Belgien haben doch so die Truppen. Mann, du kannst nicht, du kannst auch nicht. Die fehlt. Fuck. Ein bisschen bitte. Ja, natürlich greift die Ukraine jetzt hier an, und ist ja alles eingrat von mir. Jetzt hab ich im Ärmelkanal doch noch gewohnt. Scheiße, man, die Ukraine hat Wien eingenommen. Mann. Hey, wie soll ich meine Truppen denn jetzt bitte platzieren? Hä? Wie ich denn bitte meine neuen Truppen jetzt hier? Scheiße. Bitte muss mir mal helfen. Guck dir mal an, was Belgien bei mir hat, bitte. Ja, was soll ich denn machen hier? Ich glaube, wir haben diese Runde verloren. Also wenn das ja, das war scheiße. Infanterie. Was hat. Achso, das ist eine andere Armee. Gut. Kann die AN nicht immer eingreifen? Du bist ein. Hallo, du bist ein. Unrechtsstaat. Mein Quatsch. Das Dreieck ist doch ganz. Was? Ich hatte locker die fettere Armee. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Die haben alles einfach eingenommen. Vor allen Dingen. Mann, wo sind meine Truppen denn jetzt? Ich kann meine neue Truppen nicht mehr platzieren. Scheiße. Verloren. Ja, ich hab verloren. Hast du schnell Krieg gemacht? Ja. Mann, Alter. Ich hab Tschechien verloren. Ich hab Tschechien platt gemacht. Kannst du dann bitte durchmarschieren? Artillery. Nur ein Techniker. Infantry.
Also eine Vierer-Armee. Da oben können sie durchmarschieren. Shit. Okay, ich hab verloren. Jetzt power ich mich weg. Warte mal. Scheiße. Was muss ich denn angreifen? Was soll ich denn angreifen? Naja, hier bei Wien oder so. Hauptsache, wir jetzt die Truppen mal auf. Ich bin in der Nähe. Aber ja, ich geht das einfach da stehen und halt die Truppen auf. Das ist ein österreichisches Hoheitsgebiet, oder? Ja. Ich kann keine Truppen mehr platzieren. Ich muss irgendeine Stadt zurückholen. Ich habe aber keine Truppen mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss nächste Runde erstmal hier Belgien von meinem Gebiet vertreiben. Die ja, haben ich hoffe, dass die AN eingreift. Nürnberg. Die macht mir am meisten Sorgen, die Armee. Wenn die sich hier ausdrücken, können sie oben schön alles einnehmen. Ich habe hier oben nämlich... Ja. Warte mal ganz kurz. Oh, diese blöde Ukraine, ey. Ja, Mann, was denn? Herr Erden hat doch erst angezeigt, ich hätte die Seeschlacht verloren. Aber ich habe alle Truppen noch und ich habe gewonnen zum Schluss. Ich bin eine fette Seearmee, ich blockiere den Ärmelkanal. Ich würde sagen, wir beenden diese Runde gleich. Aber was ist denn das hier für ein Schwachsinn? Guck mal, das sind Krisengebiete, Tschechien und Litauen, aber ich nicht, oder was? Was hast du für einen AN-Status? Nicht schlecht, ein aggressiv 12%. Na super. Wir unterzeichnen mal ein paar Abkommen, dann bin ich nicht vielleicht mehr. Oh, mit der Armee mache ich Nürnberg platt und die Armee fick ich dann mit der Runde. So, okay, du hast schon mal den Weg hier blockiert. Vielleicht falle ich nächste Runde mal da. Obwohl, doch, sie können da ja einfach einmarschieren, weil dann wird deine Armee einfach weggesetzt. Das ist der Konflikt mit denen. Warte. Ist das eine fette Armee? Nein, die sind richtig klein, die hab ich schon weggebombt. Ich hab ja meine Bomber noch. Kann man nicht irgendwie Provinzen abtreten oder so? Nee, eben nicht, ist das Problem. Ey, wie geil, man kann... Wusstest du, dass man hier mit Steuerung kann man mehrere Länder zu multinationalen Verhandlungen auswählen? Cool, das ist nicht. Das steht da zwar, glaube ich, immer. Das steht ja auch. Das ist immer, ja. Okay, nächste Runde. Ja, okay. Also wenn du... Kannst du kurz gucken, ob man Provinzen abtreten kann? Oder wenn ja, dann mach die einfach fertig und die Provinzen wieder weg. Kann ich keine Erden. Shit! Nein! Aua. Ich glaube, wir haben ziemlich verkackt gerade. Die haben aber keine Armeen mehr da. Achso. Ich weiß nicht. Die Provinzen handeln? Hä? Luftwaffe-Einheiten sind von Ukraine nach Schleswig-Holstein zurück. Deutschland zurückgekehrt? Ja, wir sind verbündet. So, ich bin zu dir jetzt rübergeflogen, weil ich... Ja, siehst du? Da oben. Ja, sag mal, kann es sein, dass ich keine Provinzen mehr habe? Doch, eine. Zwei. Drei. Da links neben ist nur eine. Scheiße, Mann. Vielleicht mag mich die AN jetzt. Ihre blöden Verpinster ein. Wo die da disloziieren müssen. So, das ist das könnte man Provinzen handeln. Scheiße. Aber wenn die Truppen zu mir zurückkehren, das ist es ja in Ordnung, es wäre nicht so schlimm. Wenn was? Die Truppen sind jetzt auf meinem Boden. Ja, meine. Ja, das heißt, du verlierst nicht. Hä? Ich kann Nürnberg nicht angreifen. Aber es kann ja die bei dir nicht einfach ich kann vielleicht die Armee bei Berlin angreifen. Mach doch. Ja, das ist doch nicht. Vertrieben, ey. Ach du Scheiße, diese neuen Einheiten, ich greif die jetzt an. Ja. Eine Infanterie. Oh, eine Infanterie haben sie verloren. Boah, Scheiße. Ey. Irgendwie muss ich doch die Truppen hier wieder platzieren können. Scheiße. Belgien geht gleich pleite. Ich kann die Ukraine leider nicht angreifen, so ist die. Aber guck mal, die haben sie nicht eingenommen, die Provinz, oder? Ich bin noch dahin gegangen. Ja, du wolltest einfach zurückversetzen, Du warst viel weiter vorne eigentlich. Ich könnte ja eine Kofferbombe mit einem Spion zünden, weil ich habe nur einen Spion in Wien. Hast du eine Kofferbombe? Nee, das ist das Problem, die müsstest du ja produzieren, weil ich kann ja nicht. Ich habe nicht genug Geld für eine Kofferbombe, die kostet 500.
kann gar nichts mehr machen. Ich bin nur die drei Provinzen von der Stadt. Also was soll ich machen? Irgendwie muss man noch Provinzen handeln können. So ein Mist. Ich kann keine Truppen mehr platzieren in der Stadt. Scheiße. Hast du noch Truppen? Ich habe welche produziert, aber ich kann sie nicht platzieren, weil ich ja keine Städte mehr habe. Ja, die müsstest du bei mir platzieren können. Ich habe sie einfach nie bekommen, die Truppen. Ich habe sie irgendwann gekauft, aber ich habe sie nie bekommen. Nötig bewohnte Stadt, das geht nicht. Oder Garnison. Ich brauche eine Stadt mit aktiver Garnison. Ich kann auch nichts mehr produzieren, noch keine Städte mehr. Oh, irgendwie muss man doch die Städte da... Ich habe nur noch eine dicke Armee. Scheiße. Ich zieh mich noch zurück. Wie aus Tschechien, da ist ja eh nichts mehr los. Oh, hier sind noch zwei Bomber von mir. Die sind hier bei dir. Gio Morawski oder wie das heißt. Kann man nicht machen. Ey, Truppen sind jetzt überall überall. Nächste Runde nehme ich Berlin ein. Dann nehmen wir die Runde. Mach ich Berlin vielleicht. Hat Berlin echt keine Armee mehr? Ja, ich habe auch keine Armee mehr. Und ich wette, die Ukraine nimmt jetzt diese Runde in deinen letzten Gruppen. Das gibt's doch nicht. Ja, die haben es aber. Mit einem Techniker oder was? Ja. Ein Techniker. Das ist so unlogisch, dass man mit so einer Mini-Armee einfach noch richtig viel Provinz nehmen kann. So, ich habe noch eine Provinz jetzt. Und die haben eine 10er-Armee vor der Provinz stehen. Ich habe gleich verloren. Ich denke, was passiert, wenn ich verloren habe? Cool, jetzt greift Dänemark von Norden aus an. Hallo, kann dir ein Million helfen hier? Was soll der Scheiß? Ich bin doch jetzt neutral hier. Hallo, könnt ihr mal eingreifen? Ich bin sogar als Krisengebiet eigentlich. Ich nicht? Nein! Das ist doch voll der Scheiß. Mann, ey. Ich könnte erst nächste Runde eine Atomwaffe bauen und das dauert noch drei Runden. Angeblich bin ich ja der Verteidiger. Das glauben die doch selber nicht. Da steht, du bist doch der Angreifer, oder? Dann gebe ich Verteidiger. Das ist noch Angreifer. Ja, stimmt, Angreifer meine ich ja. Versuch mal Frieden mit denen zu schließen, bringen mir zwar jetzt auch nichts. Warte, aber wie viel Geld hast du noch? Ich habe noch 142, ich krieg immer noch was dazu. Na, sonst hätte ich dir noch Geld gegeben. Ach, die Dänen machen ja aus dem Norden jetzt auch ernst, stimmt ja. Hm? Die Dänen kommen jetzt aus dem Norden, wollen mich platt machen. Oha. Ich gebe ihnen einfach noch die 10%. Alle mein Geld geben, ich denke. Oh Mann. Was bringt mir das, wenn ich Frieden mit denen mache? Ist das eine österreichische Konfetti hier? Was? Nein, ich habe keine Schiffe. Bitte. Ich habe ja keinen Hafen, wie soll ich Schiffe haben? Stimmt, mach immer. Ein scheiß Problem. Hä? Ja, ist nichts passiert? Du musst links nicht machen. Mich doch. Du ja? Kannst nicht mehr rüber gehen. Das ist noch keine Ahnung. Ich will die Runde beenden. Habe ich schon. Oh. Oh. Dann darf man eine schöne Armee. Wow. 2-1. Jetzt habe ich hier schon 4-1 Armee. Was ist denn? Der hat einfach Prag eingenommen. Hä? Sind wahrscheinlich da gelandet oder so. Na super. Die Ukraine hat gerade meine letzte Provinz eingenommen. Aber was ist jetzt wohl passiert? Ja, du hast verloren. Naja, was mach ich dann? Zuschauen. Toll. Sie wurden besiegt. Möchte ich aus dem Exil heraus weiterspielen oder das Spiel beenden? Nein, aus dem Exil heraus weiterspielen. Ich habe keinen Verbündeten mehr. Was ich jetzt auch immer hier machen soll, aus dem Exil heraus. Ja, und wo soll ich jetzt meine Truppen platzieren? Ich habe keine Luftschutzpunkte. Mann, ich kann nichts mehr machen aus dem Exil heraus. Ich kann einfach nur zuschauen. Guck mal, ich kann diese Lufteinheit nicht mehr stationieren. Ich habe keinen Flughafen mehr. Nein, der wäre eingenommen da oben. Hä? Was, so kannst du nichts machen. Ja. Hä, aber was willst du. Wie geht's jetzt weiter dann? Keine Ahnung. Das ist scheiße.
Ja. Gibt's denn hier irgendwo einen Flughafen? 45 Minuten, Alter. Ja, irgendwo muss ja auch ein Flughafen sein. Sonst würde es jetzt einfach nicht, sonst würde es die Truppen einfach nicht anzeigen. Vielleicht hier unten? Ja, hier. Ja, dann plötzlich. Ach, da sind meine Truppen auch deswegen. Ich glaube, das ist eine Befehlsphase. Boah, ich kann nichts mehr machen, Alter. Ich bin jetzt in Exil. Tolle Sache. Hä? Hab ich jetzt mit denen Frieden oder was? Ja, ich kann bei denen nicht mehr einmarschieren. Ich bin doch mit denen noch im Krieg, was wollen die denn? Was ist denn das hier für ein Schwachsinn eigentlich? Guck mal, ich kann die Truppen nicht bewegen. Ich kann keine der Truppen bewegen. Doch. Hä? Ich habe keine Truppe ausgewählt, ich kann... Was ist denn das hier für ein Schwachsinn? Jetzt kann ich hier aus dem Exil weiterspielen, ich kann aber nichts machen. Mann, diese Scheiße. Das hab ich letztens auch gedacht, das ist einfach total dumm. Mach mal ein Bündnis mit den USA. Ich kann auch keine Bündnisse mehr machen, ich kann gar nichts. Na, wir haben jetzt auch schon lange gespielt, also ich finde, wir könnten dann irgendwie langsam mal beenden. Ich meine, wir haben jetzt schon 45 Minuten. Ich habe das Wichser da zurückgedrängt. Ja, ich beende es auch gleich. Ja, ich mache jetzt keine Ähnliches. Kann ich nie bitte nicht beantworten? Kann ich doch, habe ich doch gerade gemacht. Nicht. Doch, ich habe diese Probe gerade von eingenommen. Das waren Spec-Ops, die ich da hingeschickt habe, mit denen kann ich natürlich nicht anhalten. Ich muss einfach auf die letzte Probe jetzt klicken. So. Ich glaube, dann beenden wir jetzt langsam mal die Aufnahme. Es war schon extrem lang. Ja. Ich will nur noch schnell Belgien da hinten. Die haben Truppen in den Städten. Ja, ich bin sowieso vernichtet jetzt, also, ja, es geht nicht auf Eis in den Bach. Was ist das für eine Doppelarmee? Ja. Okay, ich glaube, wir hören dann jetzt mal auf. Also, jetzt kam so lange nichts, haben wir mal ein richtig langes Video gemacht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Warte mal ein bisschen. Ach komm, ich kann eh nichts mehr machen, das ist voll scheiße. Ja. Scheiße, ich greife dir einfach an, obwohl ich weiß, dass ich verliere. So Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, Schnauze voll. Ja, ciao.